Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video. Der Genie-Kanal zu Fortnite und heute sind wir wieder am Start im Fortnite Daily Shop, einem Shop mit mir, dem Engage und dem Tiggy nebenan. Ja. Ja, so fühle ich mich heute. Und vorhin schön essen gewesen, mein lieber Scholli. Ich komme vor, ich bin abgeschnitten irgendwie da oben. Ich guck mal. Cool. Ich bin abgeschnitten. Ganz komisch, ja. Musst du ein bisschen, zieh doch mal ein bisschen nach rechts rüber. Mach doch mal ein bisschen größer. Das Spinn auch abgeschnitten. So. Wie siehst du da aus? Eieieiei. Okay. Also, jetzt gucken wir mal in den heutigen Fortnite Item Shop rein. Snowstrike, wie viel gibst du dem? Hast du ja noch nicht, habe ich ja gestern schon bewertet. Ich gebe dem 7 von 10. Okay. So. Jo. 7 von 10, jetzt fehlt wahrscheinlich hier das 10, nein, oder? Unten, ja, da, nein, hoch. Was? Oh, da, das ja, da. Ja. So, alles klar. So, ich muss jetzt mal gucken. Das ist hier der Snow Strike. Und da haben wir aktuell den da. Das war der falsche. Den da. 4 von 5 bei 8 Votes. So. 4,5 von 5. Alles klar. Dann die Inverted Blade. Was hältst du von der? 7 von 10. 7 von 10. Alles klar. Inverted Blade. Haben wir 3,92 von 5 bei 12 Votes. So. Und was hältst du vom Snowblades? 10 von 10. 10 von 10. Okay. Echt? 10 von 10? Ja. Okay, alles klar. Dann haben wir hier 3,67 von 5 bei 6 Volts. Okay. Dann sind wir hier schon auch durch, ne? Und dann geht's weiter mit Guan Yu. Der ist zurück. Der Guan Yu. Was hältst du von dem Guan Yu? Kannst du einen Zuschauer erzählen, ich kann schauen? Sag es selbst. Ich weiß ja nicht, was hast du hier? Hoch. Hast du nichts. So, nein. Also. Doch. Ja. Was hältst du denn davon? Ich kann nur das sagen. Aber in ganz langsames Klatschen quasi. Slow clap. Ja. Okay. Ich hab's, warte. Vier von zehn, ehrlich. Ich mag diesen Skin überhaupt ehrlich, vier nicht. Von zehn. Ich weiß nicht, wie man den spielen kann. Von mir. Ich habe den so selten bis jetzt gesehen. Von mir kriegt er 6 von 10. So. Der Guan Yu, das Gumdrop. Wo ist denn das Ding? Ach, da ist er. Da haben wir. Da. Wo ist es denn? Hier. 3,55 von 5 bei 11 Volts. So, was hältst du von dem Guandao? Guandao! Boah, eigentlich krass. Also ich gebe dem 9 von 10. Da muss ich auch sagen, so ein Teil hätte ich gerne zu Hause, ey. Ist cool. Sieht echt geil aus. Wie sie es damit anstellen? Tiger zerhacken. Wenn sie frech werden. Nein, bleib hier, Tiggy, bleib hier. Tiggy, bleib doch Tiger da. Tiggy, bleib doch da. Ach komm. Tigerzack. Was ist mit dir los, ey? Hast du heute einen sensiblen oder was? Nee, aber Tigerzack. Ja. Können sie frech werden? So, auch 9 von 10. Leute, schreibt bitte mal in die Kommentare, ob das nicht ein bisschen zu sehr schwarz ist. Ach, geh fort. So. Da haben wir 3,25 von 5 bei 8 Votes, also ob sowas. So, dann haben wir hier den Divine Dragon. Was hältst du von dem? 6 von 10. Was? Ja. Dem anderen Ding gibst du 10 von 10 und dem gibst du 6 von 10. Also von mir kriegt der Divine Dragon 9 von 10. Mhm. So. Ich gebe dem sogar, ich gehe sogar noch eine Stufe höher, ich gebe dem sogar 10 von 10. Gut. Divine Dragon, wo ist das Ding?
Da. So. Und das sind 4 von 5 bei 3 Votes. So. Dann sind wir hier auch schon durch. Die hast du dir natürlich geholt. 10 von 10. Eigentlich 30 von 10, weil. Ist geil, ne, das Ding. Ich check auch nicht, warum die Benotung dafür so schlecht ist. Also ich finde das für 1000 V-Bucks finde ich dieses Ey, was heißt mega für 1000 V-Bucks? Das Ding ist sowieso hart heftig. Also du gibst ihm 30... Leute, nur wegen diesem Bundle bin ich extra zur Tanke gegangen, um mir eine Karte zu holen, um mir das hier zu holen. 2, ach. Ja, check ich ehrlich gesagt auch nicht so ganz. Was ist los mit den Leuten? Pink Power Cord wird mit 4 von 5 gewotet und das hier mit 2,8. Ja, das check ich ehrlich gesagt auch nicht so ganz, aber gut, du steckst nicht drin. Na gut, auf jeden Fall. Dann haben wir den Gumdrop. Was hältst du denn vom... Gib du mal das. 0 von 10. 0 von 10? Ja. Ich muss ja gleich Bonuspunkte geben, 7 von 10. Weil was? Alles, was er gleich 0 von 10 gibt, muss ich ja 7 von 10 geben, weil wenn ich solche komischen Defaults 0 von 10 gebe, gibt er gleich ja auch nur 5 von 10. So, ich gebe jetzt 7 von 10, nein. Okay. Also, Sofortbewertung 0 von 10, Hergleichbewertung 4 von 10. Nein, das ist 0 von 10. Nein, das kann ja nicht 0 von 10, weil es geht ja nicht schlechter als 4 von 10. Weil 4 das stimmt von 10 nicht, ich habe auch schon 1 von 10 und 2 von 10. Oh, gesehen. Krass, okay. Und hier haben wir 3,07 von 5. Was? Und das Ding, ich finde den... Das ist besser geworden als das Frozen. Ja, ich finde es mega krasse Kacke. 0 von 10, ja. So, dann haben wir den Scorpion. Ich muss sagen, das ist einer der besseren 800er Skins. Ich finde die männliche Version jedoch ein bisschen besser. Ich würde sagen... Boah, das ist schon schwierig, also... Ich gebe dir jetzt einfach mal 6 von 10. Ja, also für solche Gegenden wie Paradise zum Beispiel ist natürlich der Scorpion wie gemacht, ne? Aber ansonsten, also für die Wüstengegend ist der mega. Für sonstige finde ich ihn so, naja, etwas durchwachsen. Ich bin auch bei 6 von 10. Jo. Und dann, also die Benotung ist halt brutal. 4,71 von 5 bei 41 Votes. Ja. Ja. So, dann haben wir den Tai Chi. Kriegt er denn? 10 von 10 kriegt der Tai Chi von dir. Von mir 8 von 10. Dann gucken wir mal, was hat denn der Tai Chi? 2 Tabs nach links von dem, wo du gerade warst. 2 Tabs nach links. Ah. So, dann haben wir aber, wir haben eins vergessen. Wir haben auch noch News. Also bitte noch nicht gleich abschalten, wenn wir hier mit durch sind. 3,7 von 5 bei 10 Votes. Haben wir nämlich total vergessen. Dann haben wir die Icicle. Warte, ey. Ey! Die findest du so gut, oder? Die Icicle. Mach du. Was denn? Weil er gleich glücklich ist. Erstmal. Ja, so. Was machst du denn? Oh, schade. Okay. So. Und dann noch. Ja, was hältst du denn von der Icicle? Ja, das mache ich, wenn wir weitere Abos bekommen. Dann tanze ich hier. Bin ich begeistert. So, also jetzt. Jetzt gibt's eine Icicle. Ich habe mir damals mal 7 von 10 gegeben. Ja. Gibt der jetzt 5 von 10. Jetzt gibst du dir plötzlich 5 von 10. Warum auf einmal so ein Drop? Was heißt so ein Drop pro Punkt, aber... Ja, das ist schon ganz schön. Von 7, das was ja schon im besseren Bereich ist. Ich gebe da sowieso nur 4 von 10, weil ich die nicht so toll finde. Ich finde die... Mir gefällt die nicht. 4,26 von 5. Mir gefällt die überhaupt nicht. Das sage ich auch jedes Mal wieder, wenn das Ding da reinkommt. Ich mag die nicht. Ah, bin schon wieder im Falschen.
So, 4,265 von 5. So, dann haben wir jetzt Leute, noch News. Ja, ganz kurz, was noch? Was übrigens, Leute, ganz kurz. Beste Karte, Leute. Beste Karte. Was hat das jetzt hier Karte. Zu tun? So. Also, es gibt nochmal News. Jetzt am Dienstag, den 12. gibt es ein neues Patch. Das ach, am 7.4er Patch. Und das Ding, da schauen wir jetzt mal ganz kurz rein, was da ist. So, weil es ist nicht wirklich viel. Gibt's dann dieses Shadow Love Event und you get the Cuddle Hearts Wrap after the launch. So, dann Marshmallow Event Replays. Die werden auslaufen. Also wenn ihr noch irgendwelche Marshmallow Event Replays habt, ja, dann solltet ihr die jetzt auf jeden Fall noch sichern bis zum Dienstag. Ansonsten sind die weg. Dieses Cuddle Hearts Wrap. Dann eine brandneue Waffe. Alle neuen Cosmetics. Und ja, dann wird es also jetzt endlich mal nach so langer Zeit, nachdem sie das ja bereits schon zurückgenommen haben, ist hier, jetzt kommt wohl dann tatsächlich am Dienstag das Driftboard. Da bin ich schon gespannt drauf. Wie stehst du dazu? Habe ich schon halt gleich gesagt. Also ich sag mal so, es könnte gut werden, es könnte aber auch mal wieder Shit werden. Das sind so immer bei neuen Ideen, ich weiß nicht, was die dazu machen und oh, Hilfe, irgendwann ist es, wahrscheinlich ist das Spiel aber einfach so overpowered, dass es nach den ersten 3 Stunden wieder rausgenommen wird und dann, oh. Also, ich stehe ja zu. Ich bin auf Amatigi, du bist jetzt plötzlich der. Also, ich stehe zu neuen Ideen von Epic Games, was komplett neue Items betrifft, eh sehr kritisch seit extrem vielen Versionen. Deswegen kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Ich kann nur sagen, wenn es mal wieder zu OP wird, habe ich mal wieder gar keine Lust. Was soll denn mit einem Driftboard OP? Was soll mit einem. Ganz ehrlich, sagen wir es mal so: Beim Flieger war es ja so, sie hatten ja gesagt, ja, der Flieger, mit dem kann sie ja rumfliegen, viel Öl transportieren, bla bla bla. Und er hat das Ding einfach eine Laserkanone bekommen. Also, kann durch alle möglichen Gebäude fliegen. Heutzutage, weißt du, Epic Games denkt sich, nerven wir doch mal das Flugzeug. Jetzt kannst du nicht mehr durch die Gebäude fliegen. Okay, gut, dann schießen wir uns durch die Gebäude und können dann trotzdem durchfliegen. Ja, also ich sag dazu, ich kann da bis jetzt nichts dazu sagen. Okay, ich bin gespannt. Ich wünsch mir, dass man von dem Hoverboard nicht schießen kann. Also, das wäre ja scheiße. Das wäre doch scheiße. Also, sorry, aber wenn ich so ein Ding benutze, dann will ich auch damit schießen. Nein! Ach! Nein! Ist doch kacke. Natürlich. Nein. Natürlich. Aber das ist wahrscheinlich, wird das Hoverboard vermute ich mal so sein, ungefähr wie wenn du die Eisklumpen an den Füßen hast. Boah, das wär geil sogar. Dann kannst du schön die Berge kannst du runter hovern. Ohne Fallschaden. Ohne Fallschaden. Also ich vermute, dass das so ähnlich ist, wie wenn du die Eisklumpen an den Füßen hast. Und das wäre ziemlich cool eigentlich. Das wäre ziemlich geil. Ja. Naja, lassen wir uns mal überraschen. Dienstag soll es dann diesmal endlich soweit sein. Ach. Und dann am Dienstag ist dann soll nochmal auf Freitag ja, verlieben. Genau. Ja. Ah, nee, am Freitag, wurde nochmal was gefixt, ja, da muss nochmal so was gefixt werden. Also kommt Season, in Season 9. Ich wollte gerade auch sagen, Season 10. Dann war jetzt aber Hoverboard jetzt endlich. Jetzt kommt rein, alle doch Season 11. Also sorry, aber uns ist noch ein Bug aufgefallen. In Season 11. Ey, heute habe ich übrigens gekotzt, ne? Leute. Aber warte mal, Leute, heute haben wir einen Bug gefunden, die Pickaxe wurde gewolltet. Die ist zu stark. Was? Ja, stell dir vor, irgendwann, weil sie nehmen doch overpowered Items raus. Also. Stell dir vor, irgendwann die Pickaxe. So ja, heute nehmen wir die Spitzhacke raus, die ist so OP. Also ich habe heute in meinem ersten Match habe ich gekotzt ohne Ende. Ich bin bald durchgedreht und zwar, weil ich einfach gibt's ja diese Aufgabe, du sollst einen Turret platzieren in einem Match, also 3 Turrets in verschiedenen Matches dann quasi. Hatte eine Turret, hab mir gedacht, ach, da will jetzt einer hochkommen, komm, die platziere ich jetzt einfach mal da. Ja, und auf einmal falle ich platziere die Turret unter mir und falle durch den Boden durch und stehe direkt vor dem und werde von dem gekillt. Ich war so, what the fuck?
Was ist das? Also da war wieder mal ein schöner Fortnite-Bug. Bin mal überlegen, vielleicht kommt es sogar raus. Ein schöner Fortnite-Bug. Ja, ein einziger. Ja, einer von einigen vielen. Einer so. Also, vielleicht klippe ich das sogar mal. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal ein Däumchen nach oben da. Dann, ja, freue ich mich natürlich riesig. Dann mache ich nämlich den da. Achso, geht das hier überhaupt? Warte mal. Geht das hier überhaupt? Warte mal. Was denn? Was? Schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal. Und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite. Daily Shop News. Geht ja gar nicht, ja, okay. Ich weiß nicht, was du meinst. Bist du da rein? Oh, aber warte mal, geht's doch. Warte mal. Was denn? Okay, bis dann und tschüss.